dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich heute zur Spielerpräsentation des HC Erlangen mit unserem Neuzugang Martin Murawski, heute hier bei unserem Partner der Firma Hemmersbach in Nürnberg. Neben Martin begrüße ich auf dem Podium natürlich noch unseren Geschäftsführer René Selke und unseren Cheftrainer Adal Sen-Eofsson. Ja, ein paar Worte zu Martin. Martin spielt aktuell noch für die HG Saarlouis und wird ab dem Sommer den HC Erlangen auf der Linksaußenposition unterstützen. Er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben und ist ein bekanntes Gesicht in Erlangen, denn er spielte bereits von 2013 bis 2015 für den HC. Und er ist 30 Jahre alt und absolvierte bereits über 400 Bundesligaspiele. So, die erste Frage geht heute an unseren Geschäftsführer René Selke. René, wie froh bist du, so einen erfahrenen Spieler in deinen Reihen nächste Saison zu haben? Ja, ich begrüße natürlich Mori recht herzlich zurück hier beim HC Erlangen. Freue mich sehr, dass du uns wieder unterstützt, genauso wie du es ja schon in der Vergangenheit getan hast. Mori ist ja ein, wie du es eben ja schon gesagt hast, sehr bekanntes Gesicht beim HC, hat über mehrere Jahre hier ja auch mit diesen Aufschwung mitgetragen, war einer der Aufstiegshelden 2014 bei unserem ersten Aufstieg in die erste Liga. Dementsprechend weiß jeder, was für ein Kämpfertyp, aber auch sympathischer Kerl er ist. Ich freue mich sehr, muss ich wirklich sagen, weil wir uns ja viele Gedanken bei der Kaderzusammenstellung immer machen und wir jemanden gesucht haben, der einfach optimal in unser sportliches und natürlich auch wirtschaftliches Konzept passt. Da ist Mori die ideale Besetzung, nicht nur, weil er jeden hier kennt, dementsprechend schnell und gut in die Mannschaft integriert werden kann, sondern weil er über Jahre einfach auch gezeigt hat, dass er auf Bundesliga-Niveau solide und zuverlässige Leistungen abliefern kann. Und zusammen mit unserem diesjährigen Shootingstar Chrissy wird er mit Sicherheit das optimale Duo bilden auf der Linksaußenposition. Er hat ja schon über viele Jahre gezeigt, dass er diese Position einfach hervorragend bekleiden kann. Und da haben wir, denke ich, den idealen Mix aus einem jungen, aufstrebenden Spieler und einem erfahrenen Mann, der ihn da in jeder Hinsicht unterstützen kann. Und deswegen freue ich mich, dass Mori da uns tatkräftig im nächsten Jahr bzw. in der nächsten Saison unterstützen und helfen kann und wünsche ihm natürlich auch alles Gute hier beim HC Erlangen. Danke, René. Adli, was erwartest du dir von deinem neuen Linksaußen? Ich erwarte natürlich in erster Linie, dass er, wie er schon oft das in seiner Karriere gemacht hat, ein solider Deckungsspieler ist, der solide, gute Quoten halt aus der Außen hat. Aber vor allem, dass er mit seiner Erfahrung einfach auch uns in notigen Situationen auch eine sichere Hand manchmal geben kann. Nuri hat auch in früheren Vereinen noch 7 Meter geworfen. Das werden wir auch sehen, ob er das bei uns auch übernehmen kann. Aber das wird sich aber alles im Laufe der Vorbereitung sich zeigen. Welche Rolle genau er nimmt, das werden wir halt erst sehen, wo die Saison losgeht. Aber ich freue mich auf, da einen erfahrenen Mann mit Chrissy auf die Position zu haben. Und ich glaube, dass die da eine gute Duo binden werden. Danke, Adli. Ja, Martin, wie sehr freust du dich, wieder zurück in Erlangen zu sein? Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich wirklich sehr. Also der Kontakt auch zu René und auch zu Teilen der Mannschaft, mit denen ich ja damals noch zusammengespielt habe, ist ja nie so richtig abgerissen. Und daher hat es mich auch sehr gefreut, dass der HC wieder auf mich zugekommen ist. Und wir in den nächsten Jahren wieder zusammenarbeiten werden. Da freue ich mich riesig drauf. Und wie Adli auch und René auch schon sagten, freue ich mich auch immer auf Chrissy, mit ihm da zusammenzuarbeiten, ihn da zu unterstützen und auch der Mannschaft damit weiterzuhelfen. Und ich glaube, das wird auch für mich eine interessante Aufgabe. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Kurze Frage, Martin, zurück jetzt beim HC Erlangen und du kommst da vom Tabellenletzten der zweiten Liga abgestiegen, Mannschaft bricht ein bisschen auseinander. Warst du schlichtweg ein bisschen überrascht vielleicht auch, dass ein Angebot aus der Bundesliga nochmal kommt, auch mit 30 Jahren jetzt? Also aus der ersten Bundesliga ganz klar. Es gab andere Offerten aus der zweiten Liga. Es muss halt immer so dieses Gesamtkonzept, wie man so schön sagt, nimmt halt einfach passen, weil ich eben Ende des Jahres mein Studium beenden werde und beruflich auch ein bisschen mehr noch Fuß fassen möchte. Und diese Gegebenheiten sind eben halt in Erlangen einfach wirklich da. Und das möchte ich für mich dann auch noch ein bisschen ausnutzen nebenbei. Was ist das für ein Studium genau? Sportmanagement. Fernhagen. Wings. Oder?
Wismar ist das. Du sagst es hier so sachlich und nüchtern. Ja, es ist schön, dass du da nur aus der Bundesliga ein Angebot bekommst. Das ist ja eigentlich ein Traum. Du steigst in die dritte Liga ab und überspringst dann schnell mal die zwei Klassen. So alltäglich, das ist ja auch nicht. Nee, ist es auch nicht. Also ich nehme das auch nicht für selbstverständlich. Also verstehen Sie mich da nicht falsch. Ich freue mich riesig, wirklich auch hier in Erlangen wieder zu sein, beim professionell arbeitenden Bundesligisten. Und bin einfach hellauf begeistert, wieder hier zu sein. Die Rollenverteilung wird ja doch eine spannende. Hier ein sehr junger Spieler, der aber schon in der Saison auch einiges nachgewiesen hat. Da solider, erfahrener Routinier. Sind die Rollen schon so klar abgesteckt oder sagst du, na, dem Jungen, den mache ich schon noch mal ordentlich Feuer? Ich denke, die Rollen sind ganz klar verteilt. Chrissy wird er den Hauptjob machen auf dieser Position. Ich werde ihn sowohl im Spiel als auch im Trainingsbetrieb versuchen, bestmöglich zu unterstützen. Aber natürlich auch, ich werde mich nicht ausruhen. Also ich werde ihn schon versuchen, ihn auch zu fordern, aber eben halt auch versuchen, ihn zu fördern. Und ich glaube, dass wir da einfach so eine gesunde Balance miteinander finden werden. Als du schon mal in Erlangen warst, war die Rollenverteilung ähnlich, damals wahrscheinlich eigentlich anders erdacht. Mit welchen Gefühlen genau kommst du jetzt zurück? Ist es einfach, auch wieder ins zweite Glied hier zu rutschen dann? Einfach, das mag ich nicht so beurteilen. Das muss dann die Arbeit auch gerade in der Vorbereitung sehen. Es ist halt eine andere Aufgabe. Ne? Ich war jetzt in St. Louis Kapitän und das ist ja halt von der Verantwortung nochmal eine ganz andere Aufgabe. Aber man kann eben halt vielleicht auch in anderen Aspekten die Mannschaft dann auch noch mal unterstützen, sei es ein bisschen in Führung, in schwierigen Situationen oder auch Saisonphasen, wo man ja doch dann als erfahrener Spieler vielleicht etwas ruhiger bleibt als die jüngeren Variante. Und da hoffe ich einfach, dass ich da so ein bisschen meinen Beitrag zu leisten kann. Du hast gesagt, du hast Kontakte oder Kontakt gehalten. Hast du die sportliche Entwicklung des HC auch dann dementsprechend interessiert, verfolgt? Na sicher. Also da ich mir auch ein Sky-Abo zugelegt habe, kann man ja auch die ganzen Spiele verfolgen. Natürlich, also so wie das der Spielplan von uns und auch von Erlangen immer mal zugelassen hat, habe ich natürlich auch die Spiele geguckt, ganz klar. Und mit dem einen oder anderen Spieler in Form von auch Katsigianis und so weiter, mit denen ich ja auch damals zusammengespielt habe, haben wir uns immer mal wieder telefoniert oder SMS geschrieben und mal gesprochen, wie es läuft und so weiter. Und andersrum war es genauso. Und ich habe auch immer noch Kontakt zu anderen alten Spielern, die nicht mehr spielen, wie Benedikt Schwantner oder Basti Kremer. Und da hält man eben halt ja doch immer noch mal so ein bisschen den Kontakt. Ja, an Trainer und Geschäftsführer, ist die Rollenverteilung so klar wirklich auch schon vorher abgestimmt oder erhofft ihr euch da schon ein bisschen einen Zweikampf auch um diese Position? Der Rollenverteilung geht immer nach Leistung, das ist ja ganz klar. Wir haben das so angedacht, dass wir mit Chrissy natürlich einen Spieler, der sehr, sehr gute Saison hinter sich hat und jetzt mit Muri einen erfahrenen Spieler. Das heißt, dass die Position einfach sicher und gut mit unterschiedlichen Spielertypen abgedeckt ist und natürlich Ausschlagkräften, dass beide Spieler sehr gut in die Abwehr sind und gute Konterspieler sind. Deshalb glaube ich, werden sie sich so gut, sehr gut ergänzen. Es wird immer eine Rotation auf diesen Position geben. Das wird nie einer in nirgendwelchen Form geben, der nur spielt und der andere nur sitzt, sondern es wird immer ein Miteinander sein auf so eine Position. Und deshalb wird Martin er wird sich da nicht verhungern und der Chrissy auch nicht, sondern das wird einfach, wer hat den guten Tag erwischt, der wird weiter spielen und wer hilft der Mannschaft in dem Moment mehr. Deshalb kann man nur über Leistung, Training, Spiele darüber sprechen, dann wird sich entwickeln, in welchen Form diese Rotation stattfindet und wie viele Minuten diese Rotation halt, in welchen Takt hat das Spiel halt kommt. Der würde nicht verpflichtet, um Wasser so geben auf den Bank. Euer Geschäftsführer hat schon angedeutet, also
Die Neuverpflichtung passt sportlich als auch wirtschaftlich. Habt ihr euren Rahmen, was den Etat angeht, damit ausgereizt oder wäre schon noch was gegangen? Gut, also wir müssen ja natürlich immer, wir sind ja ein auch ein Wirtschaftsunternehmen, das sehr solide arbeitet, auch wirtschaftlich gesehen. Dementsprechend müssen wir natürlich immer bei der Zusammenstellung des Kaders gucken, wie wir die entsprechenden Budgets verteilen. Ganz klar ist aber auch ganz wichtig, dass die Mannschaft sportlich so optimal wie möglich aufgestellt ist. Wir haben ja vor kurzem auch bekannt gegeben, dass wir uns massiv auch am Kreis durch Peter Overby verstärkt haben, dass wir aber natürlich auch noch jemanden auf der Linksaußenposition hinzuziehen werden, der uns sportlich auch genauso weiterhilft, der aber halt auch sowohl ins sportliche wie wirtschaftliche Konzept passt. Und ähnlich wie zum Beispiel jüngst ja auch Jan Schäfer im Winter zu uns gekommen ist, der genauso in dieses Konzept gepasst hat und der, wenn man sich die letzten Spiele angeguckt hat, ja, uns mehr als weitergeholfen hat. Genauso hoffen wir natürlich, dass auch Mori zusammen mit Chrissy uns auf der Linksaußenposition so unterstützen wird, dass die ganze Mannschaft Erfolg hat. Und wer ihn kennt als Kämpfertyp, der nicht nur auf dem Feld, sondern neben dem Feld die Leute wirklich mitreißen kann, der weiß, dass das fürs Team einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Und deswegen ja, freue ich mich einfach, dass er uns in dieser Hinsicht auch unterstützen wird. Personalplanungen damit abgeschlossen? Ich meine nicht unbedingt Neuzugänge, sondern womöglich schaut ja noch, dass einer, vielleicht zwei auch noch eine Luftveränderung bekommen. Wie schaut es da aus? So an sich, was die Neuzugänge angeht, ist die Personalplanung damit abgeschlossen. Das ist richtig. Bei ein paar anderen Personalien sind wir jetzt noch in den Gesprächen, wie wir das mit dem Konzept genau machen. Und sobald sich da neue Entwicklungen ergeben, werden wir das natürlich auch bekannt geben. Aber da werden wir jetzt auch nichts überstürzen, sondern dann etwas tun, wenn es wirklich sowohl für die Jungs als auch für uns komplett im Konzept passt. Ja, gibt es noch weitere Fragen der Presse? Das ist nicht der Fall. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich bei der Firma Hemmersbach bedanken, dass wir hier heute zu Gast sein dürfen. Und bedanke mich natürlich auch für Ihr Kommen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag.